Das ist jetzt nicht als ein Selbstgespräch gedacht. Ich zeichne das jetzt einfach mal auf. Vielleicht ist irgendwas Interessantes dabei. Ich schalte mal gleich meinen Bildschirm ein. Das heißt also, unser letztes Selbstgespräch jetzt geht ja sehr auf die Physik los. Und ich gehe eigentlich gar nicht auf die Physik los, sondern ich zeige diesen ganzen Schwachsinn. Und es gibt natürlich sehr, sehr viele Seiten, die meinen, die haben die herkömmliche Physik widerlegt und sind immer noch vollkommen Physik. Und das will ich jetzt einmal demonstrieren. Jetzt hoffe ich, dass ich den Ton mit eingeschalten habe. Wir brauchen da zwar nicht ganz kurz, läuft der Ton? Ziehen oder noch gewaltigere Ja. Suche. Gut, das meine ich aber nicht. Das ist jetzt hier eine Internetseite, die ist von einem Deutschen, ist aber auf Englisch. Ich habe jetzt das automatisch übersetzt, bis auf die Weltformel. Und da geht es also hier Bekanntmachung, Hauptinhalt der Homepage. Das nennt sich hier die neue Physik. Das ist einer von vielen. Wenn man im Internet sucht, findet man eine Unmenge von irgendwelchen Vereinigungen, angeblich von Physikern, die die Physik widerlegt haben. Aber was die gar nicht merken, dass das Hauptproblem eigentlich überhaupt nicht erkannt ist. Und mir geht es jetzt hier um Wörter. Da kann man jetzt die neue Bekanntgabe: Wir sind stolz, die spektakulärsten und wichtigsten wissenschaftlichen Errungenschaften in der Geschichte der Menschheit anzukündigen. Die Physik ist widerlegt, bla bla bla. Da kann man sich reinlesen in diese Seite. Die bleiben aber immer noch vollkommen raumzeitlich wissenschaftlich. Man kann dann neue Technologien, saubere Energie erzeugen und so weiter. Alle Probleme werden mit dieser neuen Physik gelöst. Was jetzt interessant ist, wenn man sich da reinschaut, das ist natürlich jetzt so viel Zeug, die Definition der neuen Physik. Zuerst einmal hier für diese neue Physik: Das Universum ist ein geschlossenes physikalisches System, das aus anderen physikalischen Systemen einschließlich Menschen besteht, die gegenseitige Wechselwirkungen eingehen können. Das lasse ich ja mal stehen, wobei die Schwierigkeit ist, man merkt, das Universum ist immer noch irgendwas da außen, ist unabhängig vom menschlichen Geist existiert. Ja, genau. Das ist das allererste Dogma, das es überhaupt gibt, ist der Bruch des ersten und des zweiten Gebotes, ohne jetzt in irgendeiner Form biblisch zu sein. Ein physikalisches System besteht aus Materie, auch materielle und physikalische Einheiten genannt. Alle physikalischen Systeme sind beobachtbar durch Sensoren. Und jetzt fangen wir schon an, wenn ich jetzt da ins Detail gehe, sind immer die Worte: Was machst du aus den Worten? Ein physikalisches System ist beobachtbar durch Sensoren. Das heißt, wer beobachtet eigentlich etwas? Und ich behaupte jetzt, und das ist eine Grundannahme, wenn ich immer sage, ich erkläre es dem Geist, der mir jetzt zuhört: Ein träumender Geist ist der Einzige, der den Traum erlebt. Und wenn wir jetzt hier reingehen und wir schauen uns zum Beispiel bloß an, was sind Sensoren? Verstand, verständlich, empfindbar, sinnlich wahrnehmbar. Du wirst jetzt irgendwann einmal landen, die Empfindungen, die Sinne, Sensis, die Empfindsamkeit, der Sensus, das Wahrnehmen, die Wahrnehmung, die Beobachtung. Wer beobachtet? Einzig und allein das Bewusstsein. Ja. Das ist, wenn ich sage, deine ausgedachten, die von dir ausgedachten Augen können so viel sehen wie eine Kamera, die du dir ausdenkst. Das ist jetzt ja das Problem der Naturwissenschaft, dass die Naturwissenschaft diese technischen Erfindungen, sprich Kamera oder Mikrofon ist gleich das Ohr und all das ganze Zeug sagt man, schaut man von der Natur ab. Aber eine Natur, die von irgendjemandem ja ausgedacht werden muss. Das heißt also, dass wenn wir hier reingehen und dann kommt die Lokalität. Es heißt zum Beispiel, Lichtgeschwindigkeit ist konstant. Okay, was heißt eigentlich konstant? Gleichbleibend. Klassische Übersetzung, das heißt stehend. Konstanz heißt in fester Stellung, fest, nicht wanken, ruhig, fest, unbewegt, unwandelbar. Das ist das ewige Hier und Jetzt. Wenn sich was mit Licht bewegt, bewegt es sich überhaupt nicht. Stark. Ja. Okay, gleichbleibend, immer gleichbleibend, in gleicher Stellung, ohne zu schwanken. Ohne zu wanken, du müsstest bloß die Worte anschauen. In Verbleiben, in fester Stellung, eine konstante Lichtgeschwindigkeit bewegt sich somit überhaupt nicht von A nach B.
Was übrigens überhaupt nicht behauptet wird, wenn du schaust, weil das ist ja eine dimensionslose Geschwindigkeit. Wenn ich einfach nur die Worte anschaue, zerfegt das alles bis ins kleinste Detail. Was beobachtet werden kann, ist Realität. Aber was beobachtet werden kann, ist immer bloß deine eigene Information. Stimmt oder stimmt? Ja. Du kannst nur deine Informationen beobachten. Das kannst du drehen und wenden, wie du willst. Wenn es nicht eine Information von dir ist, existiert es nicht. Und alles, was du dir jetzt denkst, irgendwo räumlich oder zeitlich hindenkst, sind deine Informationen. Das ist das Neue, ist ein vollkommen neues Weltbild. Jegliche Art von Physik, die hier dargelegt wird, oder die Weltformel, all dieses ganze Geschwätz, das können wir jetzt, das sind so viele Seiten mit Unterseiten, wo hier Energieerhaltungsprinzip, alle Vorgänge im Universum laufen so ab, dass die gesamte Energie bei jeder Zeit konstant bleibt. Das ist jetzt Einstein. Wobei Einstein wird vorhin natürlich auch widerlegt. Da das Universum aus nichts entstanden ist, ist die Gesamtenergie des Universums nach der Beitragrichtung jederzeit null. Ja, das ist ja mal gar nicht so schlecht. Ja, aber da kommt jetzt Anmerkung, daraus ergibt sich die Schlussfolgerung, dass die Gesamtenergie die Summe von Bewegungsenergien sind, denn umgekehrt können sich nur Bewegungsenergien eliminieren gegenseitig. Das ist dieses Prinzip, wenn ich es immer so mache. Es ist ein Quäntchen Wahrheit drin, wenn du das jetzt einmal genauer anschaust, ist es dasselbe Problem wie alles. Aufgrund der einzigen Möglichkeit der Entstehung des Universums aus nichts im Universum sind ausschließlich dreidimensionale Fundamentalteilchen die gleiche Größe. Und jetzt merkst du, er hat auch seine Elementarteilchen, all das ganze Zeug, das er sich ausdenkt, das der Anfang von allem ist. Also das kannst du hier irgendwann einmal in die Tonne klopfen. Interessant hier zum Beispiel die Entdeckung der Leere. Das heißt, die Entdeckung der Leere zwischen den Superhaufen, die durch die Gravitationskräfte permanent in dynamischer Eigenbewegung sind. Hamaus fasziniert das kosmische Nichts, jener Teil des Universums, der zwischen den leuchtenden Himmelsobjekten liegt und den die Experten inzwischen weltweit als Voids bezeichnen. Die noch extravagante Erforschung der kosmischen Leere ist stark im Kommen, denn sie kann und all dieser ganze Schwachsinn erzeugt diese Wörter, erzeugen in die Vorstellungen, die du dir ausdenkst, ob du dir das Nichts ausdenkst. Und ich weise immer nur auf das Quadrat mit drei Strichen zeichnen hin. Es ist ein riesengroßer Aha-Effekt, wenn du erkennst, was du selbst bist, nämlich etwas, was gar nicht existieren kann. Du erlebst deine Informationen in einem ständigen Wechsel, die aus dir selber kommen, und der das erlebt, verändert sich im Angesicht dieser immer gleichbleibende Geist, der seine eigenen Informationen in einem ständigen Wechsel erlebt, verändert sich dabei nicht. Und jetzt haben wir aber ein ausgedachtes Immersein, das unveränderlich ist, und eine ausgedachte Veränderung, und die Synthese, könnte ich jetzt sagen, das bist du. Du bist beides. In der Bibel ist das der Adam. Sicher wenig Körper. Aber jetzt haben wir schon wieder einen ausgedachten Adam. Also, man muss es immer öfter hören, immer wieder hören. Irgendwann einmal wird es zu einer Gewissheit. Immer kleine Babyschritte, es tröpfelt immer weiter in einen rein. Ja. Das geht nur durch eine ständige Wiederholung. Und jetzt, wenn ich wieder normal von Brösel zu Brösel rede, was natürlich nur der Geist hört, der uns zwei jetzt ausdenkt. Und sich selber, wenn er jetzt nicht unbedingt der Holger oder der Udo ist. Die Erfahrungswerte, die ich dir jetzt sage, ist in der Regel ein Prozess, jetzt raumzeitlich gedacht, bewusst. Von 20, 25 Jahren, wo es dann plötzlich Knall macht im Kopf und du überhaupt nicht mehr verstehen kannst, dass du so lange gebraucht hast, das zu akzeptieren. Es geht ja nicht einmal darum, dass man es nicht versteht, weil die Sätze sind so kindgerecht. Du wirst in dem Jetzt sein, wenn du schaust, setz dich einfach in ein Straßencafé als Brösel und dann schaust du und dann wirst du feststellen, du schaust hin und dann siehst du plötzlich ein Auto um die Ecke kommen oder du schaust hin und dann taucht plötzlich ein Mensch in dir auf und ich frage dich, wo war der, bevor er in dir aufgetaucht ist. Ja. Du brichst das zweite Gebot. Stimmt. Dann schaust du auf eine Haustür, die aufgeht und da kommt ein Mensch raus. Der entsteht in dem Moment, wo die Tür, die Reihe aufgeht und der in Erscheinung tritt. Und wenn du nicht mehr denkst, ist er wieder weg. Was sich dabei nicht verändert, das bist du selbst. Also für mich auch
Ein Satz aus dem letzten Selbstgespräch: Alles andere ist auch gar nicht überprüfbar. Das geht nicht. Ich kann nur etwas überprüfen, was hier. Holofeeling ist das Einzige, das mit hundertprozentig sicheren Fakten arbeitet, die jedes Kind jetzt immer natürlich immer der Geist im Hintergrund ist. Es ist, ich muss in dieser Form mich ausdrücken. Hier und jetzt sofort auf der Stelle überprüfen kann. Das ist das, was hundertprozentig sicher ist. Und wenn du jetzt vor dem Computer sitzt, mache ich Schnipp und jetzt schau auf die Tastatur. Wo war die ganze Zeit? Jetzt habe ich das F. Jetzt kommst du, dass du dann, das Prinzip haben wir ja schon sehr oft gehabt. Das ist der große Zauber in dir. Alles entsteht jetzt, was in dir auftaucht, und es löst sich auch jetzt wieder auf. Und wenn du jetzt sagst, ich habe das ja jetzt 2 Minuten angeschaut, wie lang dauern 2 Minuten? 2 Minuten, 1000 Jahre, solange du an 2 Minuten denkst. Ja. Aber es ist nur ein auseinandergedachter Zeitpunkt, der genau genommen sich nur in dem Jetzt abspielt. Was mir jetzt auch gerade einfällt, wenn ich mir jetzt die Kombinationen angucke, der Zeichen, die da drauf sind, wie das zusammenpasst, dass die 6 und das und ist. Und da denke ich jetzt an den Film Matrix, was du uns immer erklärt hast. Genauso ist es. Die 5 hat das Prozentzeichen ganz bewusst. Das kann keinem einfallen. Ja, 5%. Wieso? Jetzt könnte man sagen, ja, die Prozent hat mit der 100 was zu tun. Nee, das siehst du ganz einfach als plus 5 minus 5, weil dann siehst du dieses Prozentzeichen wiederum ist eigentlich ein gespiegeltes Aleph. Brauche ich nicht viel Fantasie. Aber das sind ja viele, oder das Ad, wieso haben die das Ad-Zeichen auf das Kopf gemacht, das Ad, dann immer, es sind immer nur Zufall, immer wenn ich was erkläre, ich habe tausende und abertausende von Erklärungsmodellen und ich höre dann bloß immer wieder von welchen, die nicht loslassen wollen, dass das Zufall ist. Das ist übrigens auch jetzt hier in der angeblichen physikalischen Widerlegung, dass man zuerst einmal, und das ist klassisch, stochastisches Denken, die große Frage, wenn du was vollkommen Neues hörst, willst du das glauben oder schützt du einfach nur deinen alten Glauben? Genau. Und den alten Glauben schützen wollen, egal welcher Glaube, ob es ein religiöser Glaube ist, ob es ein naturwissenschaftlicher, politischer Glaube ist, das sperrt dich in eine Unvollkommenheit ein, in ein Gefängnis. Und ich muss wissen, was Heiligkeit ist und was die Bärchen sind, zum Beispiel Gesundheit und Krankheit. Und solange du irgendetwas bekämpfst, dieses Liebe deine Feinde, und da kann man es gut sein lassen, ein ganz kurzes Selbstgespräch, dass ich immer wenn ich dieselben Sachen wiederhole, wenn man sich jetzt natürlich erst einmal für Holofeeling interessiert, dann sieht es ja so aus, was ist besser, Sonnenschein oder Regen? Bauer sagt, das ist eine dumme Frage. Ich glaube, tausende Male habe ich das gesagt. Aber wie sieht es aus, wenn ich jetzt rede von Krieg und Frieden? Und da wirst du schon merken, was du ja ein Riesendefizit und Selbstentheiligung du betreibst, wenn ich jetzt sage, Krieg ist schlichtweg und einfach Zerstörung. Und jetzt sage ich nur, der Säugling muss zerstört werden, sonst gibt es kein Schulkind. Was nicht dabei zerstört wird, ist der Geist im Hintergrund, der sich nicht verändert, der diese Phase im ausgedachten Laufe eines Lebensspanne ausdenkt, vom Säugling bis zum Greis. Egal welchen Körper du dir jetzt zusprichst, es ändert an dir selbst, an dem, der diese ständig wechselnden Informationen anschaut. Und die ständig wechselnden Informationen sind nicht immer nur der Körper, an den du denkst, wenn du an dich denkst, der sich ja jetzt aufspannt. Du kannst ja dich zwar jetzt als Säugling denken, aber du kannst nicht beschwören, dass du dich jemals als Säugling empfunden hast. Es ist ein logisches Konstrukt von Vergangenheit. Das geht dann irgendwann einmal los, so Kind, Schulzeit, kurz vor der Schulzeit. Alles, was dann hängt jetzt wieder vom Alter ab, ist natürlich ein 14-Jähriger, kann sich weiter zurückerinnern in seine, ich sag mal, in die Phase 5 Jahre, 4 Jahre alt. Da ist dann noch Wissen da, unser Würmchen. Ja. Aber wenn du in unserem Alter bist jetzt, ich bleibe mal bei den 2 Pixelmännchen, im Rentenalter, da fällt es schon sehr schwer, darum bringe ich immer das Beispiel, wenn ich jetzt mein Udo-Programm nehme, ich habe keine Bilder mehr. Ich kann mich rudimentär an Schule erinnern, sage ich immer wieder, ich habe überhaupt keine Bilder mehr. Ich weiß nicht, wie meine Lehrerin, wenn du mir Bilder zeigst, ich würde dich nicht erkennen. Es sind reine logische Konstrukte, das ist natürlich jetzt sehr individuell verschieden. Weil das Würmchen sich hin auflöst und immer wieder neue Informationen kriegst. Aber was hat es verändert an dem, der das erlebt? Und das ist eine Sache, die kann jeder an sich selber überprüfen. Immer, nur an es. Holofeeling ist so perfekt, du weißt, wie präzise, wenn wir jetzt hier nicht aufgenommene Gespräche auf der Brüssel-Ebene machen, mit was für einer unendlichen Präzision, das wäre die wirkliche Meditation, du einfach mal dich selber beobachtest,
Du musst neben dir stehen als Geist und einfach mal schauen, was in dir abläuft. Und dann kommst du auf solche Sachen, dass du feststellst, dass du noch nie weg warst. Mein 22 Uhr, 8 Uhr Beispiel. Dass du nicht derjenige bist, der den nächsten Gedanken bestimmt, dass du dir überhaupt nichts raussuchen kannst, was du denkst. Darum sage ich, setz dich als einen träumenden Geist. Dass du dir deinen Geschmack nicht rausgesucht hast, du bestimmst nicht, was du tust, du bestimmst nicht, wenn du wach wirst, du bestimmst nicht, wer du dann bist, wenn du wach wirst. Ob es hell oder dunkel ist, wenn du die Augen aufmachst, wenn du wach wirst, du wirst manchmal in der Früh um 3 wach. Ich bestimme auch nicht, wann ich einschlafe, so viel zum freien Willen. Ne? Da ist kannst keine du gar Chance. Nichts. Du bestimmst nicht, wenn du in ein Lokal zum Essen gehst, was du dir bestellst, wenn du die Speisekarte anschaust. Das kannst du mit hundertprozentiger Sicherheit überprüfen. Du musst nur die Präzision von Holofeeling an den Tag legen. Und du wirst dann erkennen, dass deine ganze Hirnwichserei aufbaut auf einen Intellekt, den du zum Denken benutzt, den du dir nicht raussuchen konntest. Das Schwammbeispiel. Weder die Zeit noch als was du, ob du, wenn du an dich denkst, an einen männlichen Affen oder an einen weiblichen Affen denkst, darum ist der Genderwahn schon mal vom Tisch, weil ein Adam, der ist zwar Säger wenig Haber, männlich und weiblich, aber das bezieht sich nicht auf einen männlichen oder weiblichen Trockennasenaffen, sondern auf den Denker und die ausgedachte Welt. Ja, genau. Der Denker ist der Mann und die Welt ist die Frau. Und in dieser Welt, die du dir ausdenkst, setzt du dich jetzt als ein Affen und sagst, ich bin der Mann oder ich bin eine Frau. Ja, genau. Ja. Und das jetzt gleich machen zu wollen, das ist wie wenn du hier oben und unten gleich machen willst, was natürlich auch wieder 4 Seiten hat, weil man ja die Heiligkeit kriegt. Und wenn du nur gesund sein willst, bist du nicht krank. Wenn du an deinen jetzigen Körper denkst, entsteht der Körper. Wenn du an ihn nicht denkst, existiert kein Körper. Sobald du jetzt nachschaust, ob es dir gut geht, denkst du zwangsläufig an deinen Körper. Und du wirst jetzt sagen, ich bin gesund, ich fühle mich gesund. Gesund ist aber das Gegenteil von krank. Das heißt schon, gesund sein zu wollen, ist Selbstentheiligung. Weil die Heiligkeit ist der Zustand, dass du an den Körper gar nicht denkst. Und in dem Moment, wo jetzt sagst, ich bin dieser Körper, hast du das heilige Ganze entheiligt, weil du dich mit deinen Gedanken von dir verwechselst. Genau, ja, sehr gut. Genau. Jedes Mal, wenn du an deinen Körper denkst, entheiligst du geistig, weil du sagst, das bin ich und alles andere bin ich nicht. Mhm. Und Holofeeling hast du aber das Gefühl, alles zu sein. Du bist jeder einzelne Gedanke. Genau, und dann bin ich in meiner einseitigen Wahrnehmung. Und dann bist du schon entheiligt. Dann häng ich voll drin. Und das immer wieder sich bewusst machen. Und das musst du jeden Moment als Geist, Holofeeling heißt, du bist jeder Gedanke, den du denkst, aber keiner dieser Gedanken. Genau. Das Meer, El Hayom, Gott das Meer, ist all seine Wellen. Der wird aber nicht sagen, die Welle bin ich und die anderen Wellen bin ich nicht. Ja, genau. Dieser Satz wiederholt sich in den Selbstgesprächen hunderte Male. Hast du ihn verstanden? Und du wirst merken, wenn du jetzt aufmerksam zuhörst, kannst du das bloß bejahen. Und sobald du jetzt das Holofeeling wieder vergisst, wieder der normale Brösel bist, hast du dein Dilemma, dass du Entscheidungen treffen musst, dass du nur gesund sein willst, dann bekämpfst du deine Krankheiten. Das ist wie ein Bauer, der den Regen bekämpft, weil er nicht will, dass seine Felder nass machen. Genau, genau so. Das klingt bloß so wahnwitzig. Aber das ist das Problem. Das ist die Erzeugung von Leid. Darum betone ich immer wieder, du Geist, was bis in alle Ewigkeit leiden, bis du das jetzt Prinzip, dieses Prinzip verstehst. Das ist das neue Denken, auf das du dich konzentrieren solltest. Und das Spiel, das wir mit Worten machen, da wenn wir noch einige Feuerwerke abbrennen, da sage ich dir gleich, wenn du die Reife hast, das ist wie mit Sexualität, wenn du die Reife hast, würde ich rein, ein Wort genauer zu analysieren, auf 400 Seiten Buch aus einem Wort zu machen, nur indem du ins Internet gehst und einfach mal das Spiel, das sich immer wieder zeigt, hin und her springst. Und es wird extrem exponentiell, wird dein Interesse steigern, wenn du erkennst, dass das tausendmal spannender ist, wie jeden Film, den du irgendwo im Kino oder im Fernsehen anschauen kannst. Weil du jedes Mal, wenn du hinschaust, immer einen neuen Aha-Effekt kriegst. Aber erst, wenn du die Reife hast, so wie ein vorpubertierendes Kind mit körperlicher Sexualität nichts anfangen kann, kann einer, der dann über die Wechseljahre ist, mit der körperlichen Sexualität fast nichts mehr anfangen, das ist ein Akt von Reife. Und solange du da noch drin hängst, und das ist ja kein Vorwurf nicht, das ist ja keine Schande, unreif zu sein. Ich rede hier von geistiger Reife. Ja. Dann lebe diese Phase.
Aber mach dir bewusst, dass du noch sehr, sehr viel zu lernen hast und es wird sich auflösen, wenn die Reife da ist. Das ist das Spiel Ei, Raupe, Schmetterling. Mhm. Jetzt hast du mal eigentlich unsere drei Phasen. Ei, Larve, wir haben jetzt erst mal die Larve dazwischen und dann kommt die Raupe und dann kommt, das kann man stufen, das sind alles nur Vorstellungsmodelle. Aber die Frage ist, wer denkt sich das aus? Kannst du damit was anfangen? Es ist alles Geschwätz. Einmal die große Erkenntnis, dass nichts und niemand, den du dir ausdenkst, kann das verstehen. Du musst den Mut haben, dass du wirklich begreifst, du bist als träumender Geist, ich betone es nochmal, du bist der Gott, der Schöpfer für alles, was du träumst. Setze einfach für träumendes Wort denken. Und ich sage auch jetzt nochmal dazu, du erschaffst auch deine sinnlich wahrgenommenen Informationen. Ich sage immer auf der VR-Brille, du verwirklichst es dann. Das ist das, was dir real erscheint. Aber die sind genauso Informationen, wie wenn du was denkst. Ob du jetzt, ich rede mal ganz normal, ob du jetzt an dein Auto denkst, oder da du ja tief glaubst, dass dein Auto jetzt unten in der Garage steht, wenn du ein Auto hast, jetzt ich mache mal Holger-Programm, kannst du dieses Auto auf die VR-Brille holen. Genau. Aber nur, weil du glaubst, dass das da unten steht. Ja, genau. Was aber komischerweise dir nicht gelingt, dass du jetzt dann Bugatti auf die VR-Brille holst, weil du ja weißt, dass da unten ein Passat steht. Ja. Weil es verwirklicht sich nur der dein Glaube. Ja, das ist wenn du einen Glaube. Stein nimmst und du schmeißt einen Stein in eine Fensterscheibe rein, in eine normale, dann macht das Klirr und die geht kaputt. Weil da im Hintergrund ein Programm läuft, kannst du das realisieren. Du kannst aber nur realisieren, was du im tiefsten Innern glaubst, weil dein Glaube kann auch verwirklicht werden. Und alles, was du nicht glaubst, wird bei dir auch nie eindrehen. Und dieses Programm ist austauschbar. Wenn ich das Programm hätte, dass der Stein von der Scheibe zurückspringen würde, dann würde er das auch dann tun. Dann kommt er mal, wir sagen mal, diese schusssichere Scheibe, wirst du das da mal stutzen, aber du hast auch auf deinem Programm hast du auch schusssichere Scheiben, wo ich jetzt auch normale Fensterscheiben in einem alten Haus und du magst und dann passiert es, dann stutzt du das und gibst dir sofort wieder eine logische Erklärung. Hey, wieso ist da so eine schusssichere Scheibe drin in dem alten Haus? Ja, genau, ja. Weil auch das ist ja auf deiner Logik drauf. Aber du kommst aus deiner Logik nicht raus. Das ist das Thema. Ja, wenn du die Welt verändern willst, und jetzt ganz normal, deine Informationen sind deine Gedanken. Du hoffst laufend, dass sich deine Gedanken verändern sollen. Gedanken, die von dir gedacht werden, denkst du dir doch anders. Du kannst die jetzt schon anders denken. Du kannst jetzt zum Beispiel an einen Budin denken und dann schaust du einfach, wie du dir den jetzt charakterlich ausdenkst. Und du hättest das doch mal die Freiheit, ihn um 180 Grad zu drehen. Aber es ist eigentlich gleichgültig, weil du wechselst nur die eine Seite mit der anderen Seite. Ja, aber die Bewertung ist der Schlüssel, die Bewertung des Programms. Sich die du genau schaust das doch mal, das ist, wenn ich sage, du schaust, was da ist, bei Diskussionen von Menschen gleichgültig, ob jetzt das sinnlich wahrgenommen real, dass du als Brüssel mit dabei sitzt oder dass du Fernsehdiskussionen dir anschaust, du machst dir einfach bewusst, wenn Äußerungen von verschiedenen Meinungen, sprich Perspektiven, kommen über ein Thema, das ist mein Dassenbeispiel, dass du zuerst einmal dir klar machst, welche Seite dir richtig erscheint. Über Corona, über Politik, egal über was, über Religion, welche Seite erscheint dir richtig? Und dann wirst du erkennen mit dem Dassenbeispiel, dass die anderen, was dir auf die Haare zu beige stehen, genauso richtig sind, wenn du diese Logik zum Denken benutzt. Die Frage, was richtig und verkehrt ist, stellt sich gar nicht mehr, weil das Verkehrt entsteht ja erst durch eine einseitige Vorstellung von richtig. Ja, das ist im letzten Selbstgespräch wunderschön erklärt mit dem Genie. Genau so ist es. Mhm. Ein Genie sieht all das, was jeder andere auch sieht, er kann es aber auch anders sehen. Er könnte sich auch reinversetzen in der Sichtweise von einem anderen, wobei jetzt der normale Mensch das ja auch machen könnte. Deswegen wird aber permanent merken, dass seine Logik ihn sagt, dass das nicht stimmt. Mhm. Und jetzt, wenn ich jetzt sage, ich hätte nur die Logik vom anderen, dann wäre das richtig und plötzlich wäre dann das, was mir jetzt logisch erscheint, wäre total verkehrt. Das ist die Kehrseite. Ja, ist der Henkel rechts oder links? Genau. Diese kleine Beispiele würden deine Welt heilen. Und jetzt ist es, dass du permanent hoffst, dass irgendwelche Menschen von dir mächtiger sind wie du selbst. Nicht einmal der Gott, den du dir ausdenkst. Ich sage immer wieder, ein ausgedachter Gott ist ein Geschöpf. Und jeder Idiot,
Idioter ist einfacher Mensch auf Lateinisch. Einfacher Mensch heißt Affe, der sich hinsetzt und sagt, fordert dein Wille geschehe und betet irgendeinen Gott an. Der entmachtet sich schon wieder, weil der schon wieder einen Gedanken, den er denkt, mächtiger macht wie den Schöpfer dieses Gedankens. Ich habe seit heute Morgen ein endgültiges Cut gemacht mit meinem Morgengebet. Das beginnt, Gott, mein Vater, dein Wille geschehe. Jetzt ist Schluss damit. Vergiss es. Es geschieht zurzeit dein Wille und dein Wille wird gesteuert von dem geistlosen, nachgeäfften Intellekt, den du zum Denken benutzt. Wir machen hier kein religiöses oder esoterisches Geschwätz. Wir reden einfach von dem, was ist. Du müsstest nur schauen, was ist. Und dann frag dich, was bin ich selbst und was sind meine Gedanken? Und dann schaust du mal, was deine Logik jetzt sagt. Was bin ich selbst und was sind meine Gedanken? Und dann wirst du feststellen, dass sich an dir nichts verändert. Das ist eigentlich ganz blöd, weil du versuchst jetzt, dich irgendwie zu denken. Ja, ich bin irgendein unveränderliches Nichts. Aber das sind doch schon wieder Gedanken. Ja, ja. Das ist, da muss man sich zuerst einmal darauf einlassen, dass man absolut nichts ist. Und damit entsteht zwangsläufig alles. Das bedeutet Holofeeling. Der träumende Geist ist all seine Informationen, die Gnade, die sich umformen, diese Veränderung, aber nicht irgendein bestimmter Gedanke. Er ist jeder Gedanke, aber nicht ein bestimmter davon und alle anderen ist er nicht, weil er jeder Gedanke ist. Aber da die Gedanken auftauchen, wieder verschwinden, sind die in einem ständigen Existere. Wo kommen die Gedanken her? Ja, aus dir selbst. Und wenn ich irgendwann mal begreife, dass ich alles bin, ich werde mich doch nicht über mich selber ärgern oder werde mir selber wehtun oder mich selber verletzen. Das ist doch vollkommen blöd. Das ist alles das meine ist blöd. Welt. Es hat alles hat seinen Grund. Auch die Krankheiten sind wieder Regen. Und dann wirst du merken, dass dieses nicht haben wollen, dieser einfache Satz von mir, liebe deine Feinde und sorge dich nicht um morgen. Aber es soll uns ja auch alles was sagen. Die Krankheiten, das ist ja eine psychologische Ursache dahinter. Und das dient dann auch dazu, das eigene Programm weiter zu durchschauen. Das Selbstheilung, die Schulmedizin, all das ganze Zeug, deine Physik, du wirst immer mehr erkennen, dass ich nenne das Fehler in einem Führerscheinbildungsbogen. Alles, was du bewundert hast, ist es überhaupt nicht ansatzweise wert, dass du das bewunderst. Wenn ich immer bei Mediziner sage, die kennen nicht einmal den Unterschied zwischen einem Menschen und einem Körper und versuchen, den möglichst lang am Leben zu erhalten. Vom Säugling bis zum Greis, das müsste ja eigentlich schon vom Tisch sein. Es ist nicht der Sinn der Schöpfung, irgendetwas Existierendes am Leben erhalten zu wollen. Das Leben, die auseinandergeschmissene polare Existenz, ist, dass sich das ständig verändert. Das, was ewig ist, ist der, der es erlebt. Aber das erlebt nur Geist und Geist ist ewig. Und dann willst du doch nicht permanent in einem Buch, in einer Rolle, willst du ständig ein Sechsjähriger sein? Aber komischerweise ab einem gewissen Alter wollen die Leute bloß noch 35 oder 40 sein und dann wollen sie sich nicht mehr verändern. Ja, genau. Weil sie sich mit einem Körper verwechseln, wo sie sagen, oh, dann werde ich ja krank, dann kriege ich runzlig, werde ich runzlig, dann kriege ich Falten, dann kann ich ja nochmal dieses machen oder jenes machen. Das bist du doch nicht. Du bist der, der sich das ausdenkt und mit einem Gedanken verwechselt. Und das ist alles so scheiß echt mit den Händen. Wo waren die Hände jetzt wieder die ganze Zeit? Versuch deinen Händen zu erklären, dass du sie erschaffst und dass du sie in Bewegung setzt, dass die genau das machen, was du willst. Das macht übrigens jeder Einzelne, den du dir ausdenkst, der ist nur, wenn du ihn denkst und der ist genauso, wie du in dir denkst. Und du beobachtest das und du meinst, du hast damit nichts zu tun. Und sag auch noch, die sind blöde und das sind Deppen und die... Altes Zeug. Und darum ist es nicht für die Masse. Nochmal, breit ist der Weg der Masse in die Verderbnis. Lass die Toten ihre Toten begraben. Holofeeling ist nur für dich. Nur für dich. Den Geist. Nicht für den Holger und nicht für den Udo oder irgendjemanden, den du dir ausdenkst, sondern nur für den, der sich all diese Deppen ausdenkt. Mach endlich deine Döppen auf, mach deine Augen auf und schau, was wirklich da ist. Und dann wirst du feststellen, dass 99,9% deiner Informationen von dir erschaffene Interpretationen von witzigen Reizauslösern sind, die sich in dir aufbäumen mit Zukunftsängsten und so weiter und so fort. Was ist dann, wenn ich das verliere, den Status verliere? Hier, was denken dann die Leute von mir? Habe ich so riesen mir aufgebaut, dass ich bewundert war? Und jetzt stellt sich raus, dass ich ein totaler Dumpfbacke bin. Ich, immer wieder ich. Ich kann doch nicht, ich darf doch nicht, ich muss doch. Aber wer denkt sich diesen Deppen aus? Du. Du denkst jetzt den Holger aus, du denkst dir den Udo aus.
Du denkst dich selbst aus. Eine Erdkugel denkst du dir aus. Oder Ameisen. Magst du es in nur Rolle? Zack, 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 zack. Was verändert das jetzt an dir? Gar nichts. Das ist das, was ist. Das ist das, was ist. Und das ewig sein wird. Das ist das, was ewig sein wird. Und das ist dann der Fall, wenn du begriffen hast, dass du ich bist. Ich. Verstanden. Der dich jetzt das denken lässt. Begriffen und dann verstehen. Begreifen und dann verstehen. Das ist das erste Mal, solange du noch nur danach greifst, reifen, in einem Zustand des Reifens, dann bist du Hamster in einem Laufrad. Ja. Und du meinst in irgendeiner Zukunft, wenn du auf der Stelle stehend dich in Bewegung setzt. Das ist es nicht. Versuch das auch nicht irgendwann zu erklären. Du kannst es gerne machen. Die Masse der Brösel und der Brösel werden dann eh sagen, du spinnst, du bist in einer Sekte. Es ist was Intimes. Du bist der Einzige, der es verstehen kann, kein anderer. Du wirst dann irgendwann mal merken, Fragen, die jetzt in dir auftauchen, die sich dir stellen, dass du, jetzt kann ich natürlich in der Zukunft, was ist die Zukunft? Schon wieder ein Gedanke, wo du hin willst, wo du meinst, wo es besser wird. Es wird in der Zukunft nicht besser werden, sorge dich nicht um morgen. Wenn du dich jetzt um morgen sorgst, das Einzige, wo du dich hundertprozentig dann dafür sorgst, dass dir jetzt scheiße geht. Das genau. Und dann alles, was du fühlst, alles, was du empfindest, kannst du bloß jetzt empfinden. Du kannst es nur jetzt fühlen, du kannst es nur jetzt erleben. Und wenn du jetzt Krankheit erlebst, die kriegst du nie los, wenn du hoffst, dass du in der Zukunft irgendwann einmal gesund bist. Weil dann kommst du aus den chronologischen Spinnen raus. Achte auf meine Bergpredigt. Ja. Wer strebt die Heiligkeit an? Wer strebt das an, was er selbst ist, tief in sich? Und was er auch immer ist und immer auf ewig sein wird, heilig. Es werden immer nur Facetten angestrebt. Gesund sein zu wollen, glücklich sein zu wollen, reich sein zu wollen, was auch immer. Ja. Das Ganze interessiert keinen, dass man selbst ist, bis du dann begreifst, was du bist und was deine Gedanken sind. Und wenn du das dann begriffen hast, dann geht das Spiel trotzdem noch weiter, bis du es verstanden hast. Und wenn du verstanden hast, mache ich alles vollkommen neu. Wie war das nochmal? Ich wiederhole nochmal. Der Menschensohn steht mit einem Bein im Meer und mit dem anderen Bein auf dem Land. Sand, Rand. Und er macht alles vollkommen neu. Das ist, du musst dein jetziges Logik musst du opfern, dein Haar musst du opfern. Das ist wie mit dem Computer runterfahren, neues Betriebssystem, komplett neues Programm, puff, und dann fahren wir den Computer wieder hoch. Das passiert, das Runterfahren passiert jetzt und das Hochfahren passiert jetzt und wird von einem Augenblick auf den anderen. Und das ist die schöne Sache hier, wenn man mal wirklich diese Bibelverse sieht, wann das genau ist, weiß nicht einmal der Sohn, nur der Vater. Du wirst jetzt irgendwann begreifen, dass ich behaupte, dass ich dein wirklicher Vater bin. Ich bin dein geistiger Vater und du bist mein Sohn. Das ist Jotzia und Itzia. Ja, genau. Hat nichts mit dem. Wir sind eigentlich genau genommen ein und derselbe Geist. Ja. Bloß, dass der Sohn, der Ben, der Adam in einer Traumwelt sich mit einer Figur, mit einem Gedanken von sich verwechselt, was ich nicht mache. Mhm. Aber das ist tausendfach erklärt in Holophilik. Jetzt lassen wir es gut sein. Jetzt sage ich ganz einfach wieder Patch.